Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf dem Archfelderland mit dem Tigerfarm. Hallo. Nein, ich merke gerade, ich muss die noch kurz ins Ohr nehmen, aber ist ja nicht so wild hier. Jetzt haben wir vielleicht doppelte Tongeräusche, das wäre doof. Warte mal kurz. Was hat er gesagt? Ich habe nichts verstanden. Ach nee, schon wird das Radio vergeigt. Also ihr habt nicht verstanden, was der Typi gerade gesagt hat, dieser komische Tigerfarm. Ja. Fahr einfach mal los. So, nach einer längeren Pause sind wir mal wieder hier auf dem Marchfelder Land. Was hast du denn jetzt gemacht? Hallo? Ja, ich bin zwischendurch mal gemietet. Oh. Was hast du denn gemacht, ey? Nee, meine Mutter ist gerade auch mit mir im Zimmer. Achso. längere Pause bei Marchfelder Land XXL Farm. Aber ich dachte, da das Projekt eigentlich bei euch laut Statistik ziemlich gut ankommt, nehmen wir hier mal wieder ein bisschen auf. Heute mit dem Tigerfarm. Die nächsten Tage ist dann auch wieder Malonation mit dabei. Und hoffentlich wird es ein erfolgreicher Geschäftstag hier. Wir werden das Stroh jetzt einsammeln und direkt. Ja, warum ist denn der so schnell? Was soll denn das? Ach komm. Egal, auf der Geraden hole ich ihn wieder ein, bin schneller. Zwar nicht mit Ladewagen, aber danach. Wir holen das Stroh rein und fahren das instant zur BGA, würde ich sagen. Und setzen das um in... sollen wir es zum Komposter bringen? Können auch Kompost herstellen. Ist nur die Frage, ob wir Kompost unbedingt brauchen. Irgendwie wird mein Ladewagen nicht voll. Wird dem sein noch voll? Naja, schauen wir mal. Ey! Du Holzkopf! Fendt-Power, guck mal in den Rückspiegel. Zahlst du die nächste Rechnung vom Traktor? Nö, ist dein Konto, also. Das zieh ich dir dann ab. Zieh ich dir im RP-Projekt ab. Aha. Ja, da unbedingt diese Woche auch wieder reingucken. Mega funny. Muss man echt sagen. Es war spaßig, die letzte Aufnahme-Session. Irgendwie davon, ich weiß nicht warum. Ja, wie gesagt, Fanpower und so. Ach, heul nicht rum. Der cheatet bestimmt. Das ist ein Hacker, deswegen. Wir müssten mal auch nach Feldstatus 13 gucken. Ich mach das mal lieber. Ja, können Sie gerne tun. Wenn ich an der Graben bin. Und dann müssen wir auch Global Company durchschauen. Wir haben so lange nicht hier gespielt auf der Karte. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir gerade sind. So, jetzt spielt sich die Power und die Leistung und die Geschwindigkeit des Fast Trucks aus. Gleich habe ich dich.
Wow. Aber wow. Da hat er gemeint, er könnte mich schneiden, ey. Allrad vor Win. Ja, jetzt habe ich dich. Lost. You lost, Junge. Und tschüss. Oh, er kommt noch mal ein bisschen näher. Du bist so bescheuert. Ja. Ach nee, fahr mal gegen meinen Ladewagen, der hängt fest, bitte. Sonst kriegt man den da nicht raus. Nö, also... Wieso? Ja, fahr weiter. Bist trotzdem später bei der BGA als ich. Abgeerntet. Was liegt da Stroh drauf? Nee, ist gekalkt. Gekalkt schon? Ja. Wann haben wir denn das gemacht? Bestimmt vor 2 Monaten. Schauen wir mal, wer schneller ist. Ich fahre einen anderen Weg wie die Tigerfarm. Ich bin der Meinung, dass das hier der schnellere Weg ist, auch wenn wir da 2x abbiegen müssen. Wo fährst denn du hin? Wo BGR. Ah ja, okay. Was? Was? Ja, alles gut. Ey, übers Feld fahren gibt's nicht. Ich mach nur meine Nation auf, alles. Außerdem bin ich ja sonst nicht schneller. Ja, du sollst auch auf der Straße bleiben. Hast verloren. Nö. Hättest ja auch durchs Feld fahren können, also von daher. Ich dachte, wir machen hier ein faires Rennen. Ich und fair? Ja, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Ja, siehst du. Ui. Kannst mal wegen dem Abladen dann nach in Global Company gucken, ob wir noch irgendwo vielleicht ein paar Vorräte haben. Kann ich machen. Die Vorräte. Ah nee, das gucke ich jetzt nicht, dann bist du wieder schneller. Ja, während dem Abladen. Ja. Dann ist das Abladen längst fertig und dann bist du schneller. Du solltest die Zeit auch vielleicht mal auf den 5 stellen. Ja, sollte ich das? Ja. So, also Raffinerie muss ich das halt machen, wenn der Tigerfarm zu gut dafür ist. Dünger. Wir haben keinen Dünger hier. Brauerei.
Zuckerfabrik. Nicht. Brauerei. Nicht. Papierkarton. Haben wir nur Wasser drin. Mühle. Mühle produziert sogar noch. Mehl. Natürlich. Zigaretten. Haben wir, glaube ich, auch nichts gemacht. Ja. Komposter. Könnten wir reinmachen, aber wir kriegen Kompost raus. Für was benutzen wir Kompost? Fleisch zum Düngen. Zum Düngen. Sojamilch haben wir noch. 170.000. Genau. Also da könntest du mal gucken, wenn du gerade ausfährst, was die Sojamilch bringt. Ja, mach ich. Steigend. Das hört sich doch gut an. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn vielleicht sogar noch auf dem Hinweg einholen kann, weil ich fahre ein bisschen direkter wie er. Ich probiere über Nordzucker vorbeizufahren, über Beschriftung Feld 12 und ich peile eigentlich Feld 15 die Nummer an. Und die Frage, ob mir da irgendwas in die Quere kommt. Ja, zack. Da ist es schon passiert. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. So. Gut, also, dann haben wir eigentlich gar nicht so viel zu tun. Nur ein bisschen Stroh abfahren, gell? Ein paar hunderttausend Millionen Liter. Das war knapp. Oh, wie ist da? Feld 13 schon wieder in der Nähe. Können wir das hier eigentlich irgendwie beschleunigen noch? Ja, wenn du den Laden wegen auf 500.000 Liter machst, dann kann man nicht mehr. Na, die sind ja schon auf 100.000. Über Ding wird's noch gehen, über den LKW. Dass man ein bisschen schneller fahren können. Ah, dann musst du wieder umladen, das dauert, braucht auch sehr. Wie umladen? Nee, ich meine nur, dass man den LKW vorspannt und keinen Traktor. Das geht ja nicht. Klar. Nein, das geht nicht. Das habe ich doch schon mal probiert. Bist du dir sicher? Ja. Ich dachte, das ging. Nee. Was müssen wir denn bei Feld 13 müssen wir jetzt, was war da drauf, müssen wir da pflügen? Keine Ahnung. Nee. Im Grunde einfach ansehen. Müssen wir mal gucken, was denkst du, was soll man anpflanzen? Hopfen. Und Gerste brauchen wir da, glaube ich, oder? Was? Und Gerste, glaube ich.
Was wisst wies? Hopfen und Gerste gleich Bier. Ich glaube schon, ja. Dann gucken wir mal. Und vor morgen schon Gerste anpflanzen und Hopfen. Vielleicht Gerste hier auf dem kleinen Feld, weil ich denke, Hopfen wird man mehr brauchen. Müssen wir mal Lucky machen. Gehst du auf die nächste Reihe direkt? Ja, bin ich. Also du hast keine übersprungen. Also wenn wir die äußerste jetzt bei dir. Die hast du genommen. Also, jetzt auf der anderen bei dir. Wenn ja, die äußerste, kannst du jetzt fahren. Kann ich fahren? Ja, die zweite Folge. Ich ja gerade. Okay. Gut, gut, gut. Also wir werden noch ein paar Mal hin und her fahren müssen. Und dieses Mal bin ich vorne. Hoffe ich doch. Ups. Was fahre ich denn für Schlangenlinien hier? Heißt doch nicht Tiger fahren. Ah, da fährt er schon. Da fährt er, ich sehe ihn. Jetzt gucken wir mal, wer schneller ist. Fahr mal undercover. Vielleicht sieht er mich nicht. Ich müsste ja hier irgendwo meine Spur haben, die ich vorhin gefahren bin. Das will, dann kriegt er das. Ha. Wie geht denn das? Ja, es wird knapp. Das wirst du nicht schaffen. Nein. Da wollte er mich ausbremsen. Aber ich hatte Glück. Ich habe es nicht gesehen, dass ich vorbeipasse. Ich dachte, ich bleib hängen. Ey, wo ist er denn?
Ja. Ich habe dich zweimal eingeholt. Wow. Kleine Schanze hier. Hä? Wieso zweimal eingeholt? Na, einmal vom Feld runter, wo ich umgefallen bin. Und dann nochmal hier. Hä? Hast du mich nicht überholt? Eingeholt. Heißt nicht überholt. Ach, du hast eingeholt gesagt. Jo. So, liebe Leute, aber das war's auch heute wieder von der Folge XXL Farm. Schaut gerne morgen um 18 Uhr wieder rein. Bei der nächsten Folge haut rein. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bist so ein Fisch, bist du, ey. Das gibt's nicht. Dann fällt nicht um. Hol dich weg da, ich sag dir, ich mach dich platt. Junge, jetzt hängst du komplett. Du hängst, ich nicht. Oh doch. Junge. Ja, fahr doch einfach vorwärts. Kannst du nicht vorwärts fahren? Nee. Was hast du denn für einen doofen Traktor? Ja. Was hast denn du gerade gemacht? Ja, fahr vorwärts. Ja, komm. Ich fahr. Alter, was kann der Tigerfarm überhaupt? Koppel mal ab. Weg mit dem Scheißanhänger hier. Wie das aussieht. Nein, nein, nein. Ey. Ey. Ja, ich dachte, das geht, wenn ich den so, dass ich den so irgendwie wegkrieg. Ey, der hängt wirklich, der hängt auf meiner Kabine, so ein Rotz. Ja, ach nee, der hängt in deiner Kabine. Ja! Der hängt halt voll. Wie so Schildkröten. Aber sowas von. Start doch einfach die Aufnahme. Die Aufnahme läuft noch, du Held. Ach, lol. So, also Leute, haut rein, macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Wow, tschüss.